Und die Ultras, weil die immer so gegengestellt werden gegen die sozusagen Familien. Ah, die Ultras sind die wahren Fans, ja, und die Familien sind irgendwie die bösen oder die gar nicht so echten Fans. Aber die Ultras sind doch auch Event-Fans. Richtig, Flo. Die stellen sich dann in die Kurve, teilweise mit dem Rücken zum Spielfeld, interessiert die gar nicht, was auf Spiel abläuft. Da gibt es einen Capo, der durchs Mikrofon schreit. Ich meine, das ist Event-Fantum. Sicher. Absolut. Und aus dieser Ecke, angeblich, kommen jetzt diese Krawallmacher und jetzt haut man die alle in einen Topf und will das Problem mit einmal beseitigen. Und ich denke, dass man eines nicht versteht, man spricht von Eskalation der Situation, aber es ist eigentlich eine Eskalation der Zustände. Hat sich da nicht vielleicht auch beim Kern der Ultras, beim Kern der Hardcore-Fans vielleicht ein bisschen was aufgestaut, was jetzt als Protest oder auch mit Gewalt formuliert wird? Also bis Heisel war das ja auch, also war die Fußballrandale in den Stadien ja auch eine relativ unschuldige Angelegenheit. Also erst was die Randale. Ja, das muss man. Aus dem Herzen des alten Europas, aus Berlin, aus der Hauptstadt, der Footy Club. Heute Abend mit Florian Haupt, Martin Henkel, René Schmöckwitz, an den Zügeln heute Abend Stefan Osterhausen, Vertretung des großartigen Joe Hunter Schmeichel. And now, ladies and gentlemen, it's Talk Time. Liebe Fußballfreunde, Ramba Zamba, Remi Demi auf den Rängen, das ist das, was man so gerade hört, aber es ist nicht die Rede von dufter Atmosphäre, auch wenn ich jetzt im Radio hörte, dass die Fans außer Rand und Band sahen. Nein, gemeint ist was anderes, gemeint sind gewalttätige Auseinandersetzungen in deutschen Stadien, die häufen sich von der ersten bis zur vierten Liga, wir haben es zuletzt gesehen, in einem Spiel von Borussia Dortmund gegen Dynamo Dresden, dieses Spiel stand am Rande des Abbruchs. Der deutsche Fußball, so scheint es, ist am Rande des Ausnahmezustands. Was ist los im deutschen Stadion? Was ist los mit den Fans? Diese Frage stellen wir uns heute Abend im Footy Club. Und meine Frage geht an Florian Haupt. Was ist los? Was ist los? Nein, also an sich ist ja das los, was schon seit Jahren los ist. Also wir haben sozusagen den institutionalisierten Ausnahmezustand am Wochenende in allen Städten, wo Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga, vierte, fünfte, sechste Liga Fußball gespielt wird. Wir haben massive Polizeieinsätze, die offenbar vonnöten sind. So massiv, dass beispielsweise am 1. Mai nicht Fußball gespielt werden kann, wie jetzt wieder kürzlich auf einem runden Tisch beschlossen wurde, weil die bei anderen massiven Einsätzen am 1. Mai in Berlin gefragt sind. Das gibt aber einen ganz guten Eindruck sozusagen von der Manpower, die davon nöten ist, um dieses sozusagen Zirkusspektakel da jedes Wochenende durchführen zu können. Und es ist jetzt kein neues Phänomen, es tritt immer irgendwie im Herbst akzentuiert auf, aber natürlich müssen wir uns irgendwie die Frage stellen, sind das tragbare Zustände? Okay, ich meine, man kann ja auch sagen, das liegt an der Herbstdepression, die Leute kriegen schlechte Laune, oder? So hat das Sepp Blatter mal mir gegenüber begründet, als ich ihn darauf ansprach. Er hat gesagt, das war vor einigen Jahren, da gab es auch wieder, ich glaube in Stuttgart damals oder sowas, gab es irgendwie Ausschreitungen, da war Sepp Blatter, hatte einen Termin im Camp Nou in Barcelona und ich durfte ihm ja noch diese eine Frage stellen und er sagte, im Herbst fällt das Laub und die Menschen haben schlechte Laune. Das geht vorbei. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich bin ja mit dem Sepp Blatter ja selten einer Meinung, aber an dem Punkt stimme ich ihm auf alle Fälle zu. Er hat schon sehr mit ihm befreundet. Also. Ich komme ja nicht in seine Nähe. Ich bin ja der Randale-Bruder und mich lässt man ja nicht an ihn ran. Also, welche Kategorie sind Sie denn? Ich bin auf alle Fälle C. Okay, ja. Also im Osten ist klar, ne? Da muss man ja Gewalt suchen. Ja. Also nicht in Gewalt hin. Also quasi mit der Herkunft darauf festgenagelt. Nein, genauso wenig wie ich ein C-Hooligan bin, stimmt das natürlich mit der Herbstdepression. Das ist eine genauso schwammige wie auch poetische Erklärung für das Phänomen. Und wenn wir uns die Zahlen mal angucken, was die Zunahme oder Abnahme der Krawalle und Randale rund um den Fußball anbetrifft, es gibt keine Zunahme, aber es gibt natürlich seit einigen Wochen eine relativ hysterische Stimmung im Lande. Das wird jetzt wieder sichtbar geworden durch das Spiel in Dresden und dann danach in Frankfurt. Und ich meine, es ist vollkommen übertrieben. Es werden auch 1000 Phänomene in einen Topf geworfen und keiner weiß so richtig, was hier eigentlich gerade abgeht. Und ich denke, dass es schon immer der Fall war und dass es auch immer der Fall sein wird. Zumal man ja sagen muss, nochmal, der Zentralrechner hat ein paar interessante Zahlen rausgeworfen. Lass uns mal hören. Also zwei Kategorien, die diesbezüglich interessant sind.
die Polizeieinsatzstunden sind zurückgegangen im Vergleich zum letzten Jahr um 11,2%. Ja, und die angezeigten Straftaten in und um das Stadion herum sind auch um 10,6% zurückgegangen. Deswegen würde ich sagen... Ja, ganz nah beieinander. Ne? Also man kann ja fast sagen, dass Sie die Einsatzstunden herunterfahren. Also warte, Rektor, wie sieht es aus? Kennen Sie die Lohnnebenkosten für die Polizei? Die kenne ich genauso wenig wie die Gesamtbrutto- und Nettokosten für die Polizeieinsätze, die jeden Samstag gefragt sind und bei Pokalspielen dann ja auch unter der Woche. Sie sind, glaube ich, hoch, aber genauso hoch sind auch die Kosten für Übergewichtige und Raucher. Und also das kann man an den Zahlen, sollte man das weniger festmachen, sondern man sollte sich grundsätzlich, glaube ich, in Deutschland endlich mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann muss man mal anfangen, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Wir haben ja Fans, sind in der Regel Event-Fans, Familien, Kinder, die sitzen auf den Tribünen und da, wo die Sitzscheiben sitzen. Das war nicht immer so. Wir hatten zum Beispiel in den 80er Jahren, da waren keine Familien in den Stadien. Das ist eine relativ... Aber ich übrigens auch, aber es waren... 25 Jahre alt sind. Im Prinzip dieser Gentrifizierungsprozess, der hat eigentlich erst ab 1990 eingesetzt, dass Fußball der Sport für die gesamte Familie wurde. Nein, aber es war noch ganz kurz, es waren noch alles Event-Fans. Die Frage ist nur, wie man das Event definiert. Man kann das Event definieren als Bambule, dann gab es die auch schon in den 80er Jahren und man kann das Event definieren als hey, einen netten Familienausflug, dann gibt es die vielleicht jetzt erst verstärkt, aber Leute gehen doch zum Fußball immer schon des Events wegen. Natürlich. Und die Ultras, weil die immer so gegengestellt werden gegen die sozusagen Familien. Ah, die Ultras sind die wahren Fans und die Familien sind irgendwie die Bösen oder die gar nicht so echten Fans. Aber die Ultras sind doch auch Event-Fans. Richtig, die stellen sich da in die Kurve, teilweise mit dem Rücken zum Spielfeld, interessiert die gar nicht, was auf dem Spiel abläuft. Da gibt es einen Capo, der durchs Mikrofon schreit. Ich meine, das ist Event-Fantum. Sicher, absolut. Sicher, gar keine Frage, Florian Haupt. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel darauf schauen, in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, hatten sie bei weitem nicht diese Auslastung, die wir heute haben. Die Stadien sind heutzutage voll. In den 80er Jahren waren sie nur halb voll. Also insofern hatten wir einen wesentlich größeren Zuzug gehabt. Das wäre ohne die Familie nicht möglich gewesen. Wir haben uns angeglichen. Wir haben es in den USA gewissermaßen angeglichen, wo halt eben Baseball, Football und so weiter ein Sport für die gesamte Familie ist. Und hat sich da, das wäre jetzt meine Vermutung, meine Frage, die ich hier in die Runde geben möchte, hat sich da nicht vielleicht auch beim Kern der Ultras, beim Kern der Hardcore-Fans vielleicht ein bisschen was aufgestaut, was jetzt als Protest und mit, auch mit Gewalt formuliert wird? Also ich würde Ihnen da ganz kurz noch mal widersprechen, weil ich bin zum Beispiel in den 80er Jahren auch mit meinem Vater zum Fußball gegangen. Stellen Sie sich vor, Familie. Und ich glaube, das gab es schon immer. Was glaube ich, extrem zugenommen hat, ist einfach die Zahl der als Ultras organisierten Fans. Also das ist mindestens genauso eine signifikante Zunahme. Das heißt, dieses Auffüllen der Stadien... Fakt ist eins, dass ich glaube, dass das jetzt so ein Trennstrich gezogen wird. Also wenn ich ja zum Beispiel mir die letzten Jahre der DDR-Oberliga angucke, da wurde selbst von der, sag ich mal, DDR-Führung oder von den Experten, die ansonsten alles so um den Tisch gekehrt haben, wurde eingestanden, dass es eine Zunahme der Gewalt im Stadion gegeben hat. Fakt war aber eins, wenn man in einem DDR-Oberliga-Stadion war, war das eine große Masse und es hat sich aus einer gewissen Grundatmosphäre heraus möglicherweise so eine Art Randale entwickelt, die ja auch zu Konsequenzen geführt hat, aber deswegen waren jetzt die normalen Fußballexperten, die ins Stadion gegangen sind, nicht davon abgeschreckt, ein Oberligaspiel zu sehen. Also deswegen. Naja, aber das also ich sah das dann auch mit der Polizeipräsenz damals. Das würde mich interessieren. Ja, die war relativ also man wusste natürlich nichts über die Entwicklung eines Chaos in einem Stadion, wie eine Panik entsteht und so weiter und so fort. Also bis Heisel war das ja auch, also war die Fußballrandale in den Stadien ja auch eine relativ unschuldige Angelegenheit. Also erst... Nick Hornby beschreibt zum Beispiel in seinem Buch Fever Pitch, beschreibt er, dass... Das ist ein fiktionales Ding. Ne? Ja, ist egal, aber er ist ein langjähriger Arsenal-Fan, der beschreibt im Prinzip, dass dieses Losrennen von Fans und das Fliehen anderer Fans, dass das eine ritualisierte Angelegenheit gewesen ist im englischen Fußballstadion, dass das fast nie wirklich zu einer signifikanten Anzahl von Verletzten und so weiter geführt hat. Gut, wir hatten natürlich... Sie dann nur gemacht, wenn sie auf dem Kontinent haben natürlich gewissermaßen auch die Schlacht von Hastings also imitiert, wo dann halt eben also sich die französische Kavallerie zurückgezogen hat, die normannische Kavallerie, die Engländer herausstürmten, hinterherstürmten und dann kam es hinterher zum Clash und so weiter. Aber es ist ja also vielleicht eine Art von Reenactment, wie das die Geschichtswissenschaft nennt. Lassen Sie mich nochmal aufnehmen, was Sie vor uns gesagt haben. Ja.
Da fiel das Wort Heisel, es fiel das Wort England, es fiel das Wort Hooliganismus und das Ende dieser Zeit und das Eventpublikum. Wir hatten das Flammeninferno von Bradford mit, glaube ich, fast 56 Toten. Der Holztribüne, Toten. Genau. Wir hatten Heisel und wir hatten Hillsborough. Das waren drei Events. Wir hatten übrigens noch in den 80er Jahren eine Katastrophe, die alles getoppt hat. Das war Luzhniki, Spartak Moskau. Luzhniki. Wo es über 120, 130 Tote gegeben hat. Komplett totgeschwiegen, aber es ist genau. Von der Zahl der Toten her die größte Katastrophe. Und damals wurde ja in England wurde eine Kommission einberufen, die jetzt sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte und die folgte dem Wahlspruch Null Tolerance. Es gab, glaube ich, einen 73-Punkte-Plan, der unter anderem kein Alkohol mehr in den Stadien, Sitzplätze, keine Stehtribünen mehr und keine Fangzäune mehr. Und das ist der Beginn eigentlich einer Zeit, wo der Fußball sich modernisiert. Er wird zum Event. Und jetzt kommt aber eine Gruppe. Wir reden von den Ultras, die tauchen zum ersten Mal in Italien auf. Die gibt es jetzt seit Mitte der 90er Jahre auch in den deutschen Stadien. Und die ist eine relativ konservativ, das ist eine Jugendbewegung, ist konservativ eingestellt. Und die sagt, nein, wir sind gegen die Kommerzialisierung des Fußballs. Wir wollen beteiligt werden an dem Event Fußball, weil wir sorgen für die Choreografien. Und wir wollen nicht, dass ihr uns übergeht und dass ihr uns zum Beispiel Pyrotechnik nicht erlaubt, etc. Weil wir können das handeln. Und aus dieser Ecke, angeblich, kommen jetzt diese Krawallmacher und jetzt haut man die alle in einen Topf und will das Problem mit einmal beseitigen. Und ich denke, dass man eines nicht versteht. Man spricht von der Situation und Eskalation der Situation. Ja. Aber es ist eigentlich eine Eskalation der Zustände. Ich frage mich nur, also weil Sie gerade England ansprechen, also wenn man das einfach mal vergleicht, wenn man in England zum Fußball geht oder in Deutschland zum Fußball geht, wenn Sie in England inzwischen zum Fußball gehen, dann werden Sie, wenn es normal läuft, womöglich noch nicht mal Polizei sehen. Das heißt, Sie gehen dahin, die Leute gehen, das stimmt natürlich, weil diese Ultrabewegung auch keine englische Bewegung ist, das heißt, die Leute gehen nicht in diesen Massen, sondern sie gehen eher in kleinen Gruppen, sie gehen dahin, es ist alles super friedlich, bis auf wenige Problemspiele. Wenn Sie hier zum Fußball gehen, ist es sozusagen mit einer massiv aufgeladenen Atmosphäre zu tun haben, mit tatsächlich Massen. Mit einem entsprechend massiven Polizeiaufgebot, was offenbar auch nötig ist, weil die Polizei ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ach, wir haben ja nichts zu tun und wir gehen deswegen jetzt mal mit 10 Hundertschaften zum Fußball, sondern die sind ja da, regeln müssen. Das ist vielleicht ein überzogener Vergleich, aber gucken Sie mal in den Nahen Osten. Also das ist so Militärstärke Israels, die fühlen sich bedroht und die Hamas fühlt sich dann wiederum wiederum bedroht. Nein, also ganz kurz, da mal einhaken, also wenn ich jetzt an den runden Tisch zum Beispiel denke, da habe ich einen sehr moderaten Innenminister Friedrich erlebt, der mit den Ultras reden will. Er will mit allen reden. Man sperrt sich sehr dagegen, die Fans generell zu verteufeln. Er möchte auch mit den Ultras den Dialog aufnehmen. Er hofft darauf, halt eben auch kriminelle Fans wieder eingliedern zu können in die große Masse der friedfertigen Fans. Er führt Zahlen an und sagt 17,4 Millionen friedliche Zuschauer über eine Saison hin der ersten und zweiten Liga. Aber das Ganze bringt uns ja auch wiederum zu dem Punkt, warum sich die Politik so moderat gegenüber diesem Phänomen verhält. Denn wir haben es hier mit einer unglaublichen Masse an Wählern zu tun, die man gar nicht verprellen will. Und das ist ein populistischer Veranstaltung. Ist halt die Frage, ob die Jugendlichen wirklich wählen gehen. Weil eines ist bei den Ultras, glaube ich, ein bemerkenswertes Phänomen. Sie verweigern sich fast bis auf die Choreografien und die Pyro-Aktionen im Stadion eigentlich jeglichen Kontakt mit den Medien. Also es gibt ein ganz schweres Rankommen. Ja. Sie kapseln sich sozusagen ab, sie bilden soziale Einheiten. Das heißt, sie kümmern sich ja auch um ihre Mitglieder und sie organisieren sich und wollen eigentlich, und das ist ja unvereinbar mit dem Eventstatus des Fußballs, eigentlich eine ein Rückschrumpfen des Fußballs auf seine Urwerte, nämlich dass dort Fußball gespielt wird und dass die Fans ihre Mannschaft anfeuern und dass hier keine Fahnen geschwenkt werden oder irgendwelche Ich höre da eine Wortmeldung, die mir nicht von dieser Welt erscheint. Ich denke, wir sollten dem Gehör schenken. Der liebe Gott. Der liebe Gott, genau. Sowas pfeift in England kein Schiedsrichter!
Das ist ja in der Tat aber das Gegenargument gegen ihre... Nein, das ist überhaupt nicht das Gegenargument, das ist genau das Argument, weil in England nämlich tatsächlich aber so ist das Zero Tolerance herrscht. Und wir müssen noch, nein, wir müssen doch noch mal fragen, was ist hier die Ursache und was ist die Reaktion? Tatsache ist doch jetzt erstmal, ob wir im Fußball von irgendeinem anderen gesellschaftlichen Bereich reden, es kann doch nicht sein, dass sozusagen... Da Horden durch die Städte ziehen. Also ein Kollege von der Welt am Sonntag hat da mal kürzlich einen sehr eindringlichen Report geschrieben. Der war einen ganzen Tag dabei bei der Polizei, bei dem Einsatz, auch bei den Konfliktmanagern und allem, wie Schalke-Fans kommen in Hannover an, vom Bahnhof, wie das dann alles begleitet wird. Und die müssen die halt ständig unter Kontrolle halten, weil dann gab es eben die Szene, wo die einmal ausbrechen aus dieser Kontrolle und dann sitzen dann irgendwie junge Mütter weinend am Straßenrand, weil die komplett schockiert sind von dieser Brutalität, Ästhetik, die sie da auf sich anbringt. Das ist generell was. Aber Fußball die ganze, oder aber nicht, die ganze, was wir, sagen wir mal, in der Zivilisierung Gesellschaft ja, problematisch hinterfragen müssen und nicht einfach sagen können, ach ja. Nein, so aber Fakt ist doch eins, wenn man sich das Thema anguckt, also ich meine, Peter Sloterdijk, der Wortführer des philosophischen Quartetts, also oder des philosophischen Gesprächs, sprach nach den Ereignissen in New York, also 11. September, sprach er davon, dass wir auf eine sogenannte sekundäre Gesellschaft zusteuern. Das heißt also, die Menschen werden zu sogenannten Sicherheitsuntertanen gemacht. Das heißt also, jeder, der ein Freiheitsthema anspricht, ist an sich, wird stilisiert zum Feind der Demokratie, zum Feind der Menschheit und der öffentlichen Ordnung. Und ich bin der Meinung, das ist, wie gesagt, also wenn diese ganze Gesellschaft auf immer weitere, ich muss übrigens, wir rauchen heute, also ich rauche heute Duett, das ist der Duft der Freiheit aus dem Osten gewesen. Ja, aber was für eine Freiheit fordern Sie? Sie fordern die Freiheit hier. Schmöckel spricht vom Fürsorgestaat. Ja, genau. Das ist natürlich ein hoher Preis, der gezahlt wird. Nein, aber es wird... Aber wir kennen das doch. Also ich meine, wir kennen ja auch diese Szene aus dem Großinquisitor von Dostojewski. Also gewähre den Menschen Sicherheit und sie geben ihre Freiheit freiwillig an der Garderobe ab. Das ist ja die Essenz. Das ist ja offensichtlich, bei den Ultras ist ja nicht der Fall. Bei den Ultras ist es eher nicht der Fall. Und insofern frage ich mich, was für eine Gruppe haben wir es hier zu tun? Ja, wie gesagt, also ich denke, das ist in erster Linie, es ist eine ganz... merkwürdige Jugendbewegung, die einerseits gegen die bestehenden Verhältnisse im modernen Fußball protestiert. Ist das denn noch eine Jugendbewegung? Peter Sloterdijk sprach zum Beispiel auch von der Balance zwischen Thymos und Eros, das heißt also zwischen der stolz gegebenen Bewusstseinsgebung, das heißt also... Herr Schmöckwitz, das ist ja alles schön und gut, aber ich würde das gerne mal hören. Wir haben es mit der Ultrabewegung natürlich mit einem... Meine Herren, Schmöckwitz hat das Wort. Also wir haben es bei der Ultrabewegung natürlich irgendwie mit der Fortsetzung, würde ich sagen, der sogenannten Castingkultur zu tun, weil ich glaube, dass die Ultras wollen sich ja quasi, also sie bringen keinen eigenen Wert ins Stadion, sondern sie wollen sich eigentlich bloß darstellen. Also es geht auch nicht um die Verteidigung. Aber das Interessante ist, was sie darstellen wollen. Und ich denke, es hat was mit Protest zu tun. Es ist ein Protest, der sich gegen etwas richtet. Und das ist die Kommerzialisierung. Aber richtet er sich für was? Das wollte ich ja vorhin sagen. Ich hatte so ein Zungenproblem, mag am Rotwein liegen. Sie wollen den Fußball zurückführen auf das, wovon sie glauben, dass er die ehrlichen Werte einer Arbeiterschaft oder einer Männerschaft vertritt, nämlich... Hier geht's rau zu, wir machen hier Stimmung und wir peitschen unsere Mannschaft nach vorn und bitte in der Halbzeitpause keine Werbeaktion und den ganzen Müll. Das sieht man ja auch in St. Pauli, die gehen ja relativ stark auf diese Ultrabewegung ein. Also es gibt da zum Beispiel, soweit ich das weiß, wird die Halbzeitergebnisse werden dann nicht mit einer Werbung untermalt. Da gibt es durchaus Bestrebungen und was ich für problematisch halte, ist zum einen, dass man dem keinen Raum im modernen Fußball gibt, um zu sagen, wir müssen darüber reden. Das ist ja immer noch ein Teil einer Fanschaft. Dem wird doch Raum gegeben. Meine abschließende Frage ist, ich meine, begehen wir einen schweren Fehler, indem wir diese Archaik des Fußballs verleugnen? Das möchte ich gerne wissen von Florian Haupt, von Ihnen René Schmöckwitz und von Ihnen Martin Henkel. Wir zuerst? Sie natürlich.
Also ich mache diese Gleichsetzung nicht mit, weil Sie damit sozusagen genau in die Ultrafalle tappen alle, nämlich dass Sie sagen, sozusagen die Ultras repräsentieren den wahren Fußball. Das ist für mich überhaupt nicht belegt und überhaupt nicht untermauert, weil die Ultras sind einfach eine Gruppe von Leuten, die gerne ins Stadion gehen. Und es ist doch, also niemand will hier, alles was Sie angesprochen haben, Henkel, niemand will... will das Recht dazu absprechen, ja, irgendwie das will, zu tun. Ich würde aber mal ganz gern sehen, welche Sterilität beklagt wird, wenn bengalische Feuerwehr in den Stadien sind. Genau. Also da gibt es keine Sterilität. Das ist einfach eine Sportveranstaltung. Da geht Sport. Aber wird es denn? Das kann doch. Aber Herr Haupt, ganz kurze Frage. Ganz kurze Frage. Das verbietet dann. Aber ganz geht's. Aber ganz kurze Frage. Sie sind also der Meinung, dass die Zero Tolerance Politik, die in englischen Stadien sozusagen durchgesetzt wird, dass die Voraussetzungen dafür sind, dass man eine euphorische, eine explosive Stimmung in einem englischen Stadion hat, aber dass der normale Stadionzuschauer keine Angst haben muss um sein Leben. Die Grundlage davon ist Angst um sein Leben. Hört sich jetzt sehr dramatisch an. Wir haben es nochmal. Wir haben es auch mit kulturellen Unterschieden hier zu tun. Der Engländer an sich ist ein größerer Individualist als der Kontinentaleuropäer. Das heißt, er geht sowieso nicht in so größeren Gruppen zum Stadion. Es geht doch nicht darum um die Gesänge und es ist doch alles super. Das will doch überhaupt niemanden in Abrede stellen. Es geht doch um sozusagen das ganze Drumherum, was aus diesem Fußballspiel dann wird, von irgendwie den S-Bahn-Fahrten, von den ganzen Abschirmungen und von dem, wie das auch, sagen wir mal, das Leben von normalen Menschen beeinträchtigt, die einfach in dieser Stadt leben. Sie haben natürlich auf alle Fälle recht. Also das muss man, die Rechnung mit den Ultras sollte auf alle Fälle von dem Punkt aus gemacht werden. Man kann sie aber nicht ohne die Ultras machen und wenn man sie mit ihnen macht, muss man verstehen, worum es hier geht. Und das ist sicherlich ein Problem. Sie haben es geschafft, wichtige Teilnehmer in diesem Spiel zu werden. Abschließend möchte ich noch einen Vorschlag skizzieren anstelle eines Liedes heute Abend, den ein Kollege unterbreitet hat. Man könnte natürlich auch Folgendes machen. Man schließe das Publikum aus vom Spielbetrieb und spiele die Geräuschkulisse, wie auch die Feuerwerkskracher, über eine Bandschleife ein. Eine sehr schöne Idee. Wir haben das angeholfen. Daraufhin trotzdem ein Lied. Gives Ultras a chance.